Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Diesmal unter besonderen Umständen, weil die Tonaufnahme beim letzten Mal nicht funktioniert hat. Da war mein Mikrofon nicht richtig eingesteckt. Und ja, deswegen muss ich leider nachkommentieren. Ich hoffe, ich kann mich ganz gut erinnern. Es ist eine ziemlich anstrengende Folge gewesen. Und ja, die Kommentare waren auch, glaube ich, nicht alle allzu freundlich. Und zwar habe ich entdeckt, dass wir hier in dieser verlorenen Festung unten noch ein Gebiet haben, wo wir noch gar nicht waren. Und zwar gibt es hier noch dieses Pharos-Symbol, was wir nicht benutzt haben. Und da kommt ein Hund an. So, also. Da benutzen wir dieses Pharos-Zeichen. Und wir sehen da wieder ein Gesicht an der Wand. Der übliche Schlag und schon haben wir ein neues Gebiet freigeschaltet und zwar den Mondturm. Ja, was ist der Mondturm? Der Mondturm ist das PvP-ste Gebiet, was es gibt. Und zwar aus folgendem Grund, das werden wir jetzt gleich sehen. Und zwar, was gucke ich jetzt? Genau, ich wollte gucken, ob ich Mensch bin. So, wie man hier sieht, liegen hier ganz viele kleine von diesen Typen. Ja, mit dir unterhalten wir uns jetzt noch mal ein bisschen. Und da passiert es schon. Und da dachte ich noch, oh, hier wieder NPC-Angriff. So, aber es war ein echter Spieler. Ja, und zwar wurde ich hier einfach, wurde meine Welt hier überfallen. Und das passiert ganz automatisch, indem man hier ein Eid eingeht. Da war ich noch richtig stolz. Dachte, ja, kein Problem, aber da sind wir beide gestorben. Ja. Wie gesagt, anstrengendes Gebiet. Wir werden sehen, das passiert jetzt hier ständig. Man kommt in das Gebiet rein. Jetzt kann ich die Kamera drehen und ja, ich wurde besiegt. Man kommt hier rein und wird überfallen. Und ich habe mich gefragt, warum? Und das sehen wir gleich. Man kann hier so ein Eid abschließen. Da bekommt man einen Ring und dann ist man ein Wächter dieser Glocke. Es gibt oben am Turm eine Glocke. Damit kann man eine Tür öffnen. Und jeder, der dieses Gebiet betritt, der wird im Grunde genommen. Ich hatte nicht einen Versuch, wo nicht eine Invasion stattgefunden hat. Man wird dann automatisch in die Welt von demjenigen gerufen, der dieses Gebiet betritt. Was ich jetzt da genau nachschaue, weiß ich jetzt nicht mehr. Ach ja, genau. Ich hatte ja diese neue Axt und dachte, ja, die ist ganz cool, aber habe mich dann doch dagegen entschieden und wieder für mein Schwert entschieden. Aber anscheinend noch nicht jetzt. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, mit dem Schwert macht man mehr Schaden. Ha ha ha!
Das Lachen finde ich einfach genial. Erinnert mich ein bisschen an Kalkove. You wish to God the bell, you do. For the prince and the princess forever. So, das gab auch direkt einen Erfolg. Klangvoller Eid, aber ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht machen, deswegen entscheide ich mich eigentlich dagegen, weil ich will mir eigentlich nur das Gebiet angucken und ich will jetzt nicht noch mehr ins PvP gerufen sein werden. Deswegen sage ich an der Stelle nein. Useless fool, filthy undead. Be gone right now and off with your head. Nein, wir wollen es nicht. Also wollen wir uns jetzt das Gebiet eigentlich mal anschauen. Aber wie gesagt, wir werden gleich merken, das ist hier einfach verdammt anstrengend. So, hier kommt man nicht hoch. Da fällt mir auch gerade auf, da war ich immer noch nicht. Versucht Einzelkampf. So, und hier sind so kleine Gnome. Die sind eigentlich nicht besonders schlimm. Die kann man auch nicht so weghauen. Das ist auch, wie gesagt, nicht das Problem. Aber man wird hier ständig überfallen. So, da kommt schon einer. Und da mache ich den Fehler auch noch nach oben zu laufen und habe dann den kleinen Gnom am Arsch und noch einen zweiten. Naja, und da winkt er. Ja, und danach muss man leider immer noch so ein paar Sekunden warten. Ich weiß nicht warum, bis der Geist verschwindet und ja, dann kann man die Kamera immer noch drehen. Man kann auch noch Gegner anvisieren. Man kann sich ein bisschen umschauen. Da ist eine Tür. Da ist eine Leiter. Ja. Und dann geht's erst weiter. Das macht die Sache nicht gerade noch unnerviger. Also das ist hier wirklich bis jetzt ein Teil des Spiels gewesen, der mir keinen großen Spaß bereitet hat. Weil wenn ich überfallen werde, dann soll das eine Überraschung sein und nicht, ja, wenn ich jedes Mal, wenn ich da reingehe, dass ich sicher sein kann, dass ich da überfallen werde. Ist klar, wenn man da PvP machen möchte, ist cool. Aber nicht, wenn das ein Teil des Spiels ist, wo man hin muss. Das ist, jetzt habe ich mich entschieden, so, jetzt schnell durch. Wir wollen auf jeden Fall mal gucken, was auch noch auf uns zukommt. Und da bin ich runtergefallen. Habe ich mir gedacht, so, jetzt gehen wir mal schnell zurück. Jetzt heile ich mir nämlich erstmal in Ruhe. Aber bei meinem Glück wäre dann nämlich sofort einer gekommen und hätte mich noch mit halbem Leben erwischt. Jetzt stellen wir doch schon Gnom auf der Treppe stehen. Ja. Den machen wir auch eben weg. 85 Seelen. Naja. Dafür sind die aber auch relativ einfach. Außer gleich, wenn wir aufs Dach gehen. Da werden wir sehen, da wird es ein bisschen knackiger. So, wir schnappen uns die Seelen und dann direkt hoch. Und die können auch noch Pfeil und Bogen auspacken. Zack, da haben wir nämlich noch einen Porus gekriegt. Oh, und dann haben wir zwei. Doch, ja, okay. Zwei Mann. Alles klar. Und da steht auch schon der dritte. Und die hauen ganz schön rein. Mit einem Schlag. Dann schmeißen die noch Feuerbomben. So, und dann gibt mir die Ausdauer aus. Auch zu einem gefährlichen Zeitpunkt nochmal getrunken. So, und da habe ich gesagt, jetzt ist Ziehung. Jetzt seid ihr dran. Und zack, kommt ein Spieler. Und ich denke, ja, herzlichen Glückwunsch. Was muss ich machen? Ich will ja eigentlich gar nicht kämpfen, aber ich habe ja keine Chance. Also, hab ich gedacht, ziehen wir doch mal den Schalter hier. Tja, da
kommt Rex und macht mich lang. Aber ich habe die Glocke geläutet. Das war ja zumindest mein Ziel. Wie man hört, passiert da was. Und zwar, das Tor unten ist aufgegangen. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt angucken, aber das ermöglicht natürlich jetzt nochmal weiterzukommen. Ich weiß auch nicht, warum hier Finstergeistrufsymbole sind, obwohl wir eigentlich Menschen sind, untot sind. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. So. Jetzt sehen wir natürlich, das Leben ist ziemlich niedrig. Jetzt überlege ich mir gerade, benutze ich jetzt eine Menschlichkeit, um mein Leben wieder voll zu machen, oder gehe ich erst durch? Weil da war ja auch eine Nebelwand und benutze die Menschlichkeit kurz davor erst. Wie ich es jetzt gemacht habe, weiß ich nicht mehr, werden wir gleich sehen, aber ich meine, der Plan geht nicht so ganz auf. So, gleiches Spiel. Der hat uns irgendwie ordentlich Schaden durchs Schild gemacht. Ja, das heißt ordentlich ein bisschen. Vision von Gegenstand. Ja, den haben wir schon eingesammelt. So, und jetzt geht's schnell hoch. Wir haben jetzt einfach mal auf die Seelen verzichtet. Und wir sehen Turmgargoyle. Dark Souls 1 lässt grüßen. So, wie man sieht, die Axt macht noch Blitzschaden und die sind nicht wirklich blitzempfindlich. Und da hat es uns dahin gerafft. Und da habe ich mir gedacht, ha, das könnte ja echt ein bisschen knackig werden da oben. Aber ich habe gesagt, auf jeden Fall möchte ich gerne mir noch die Kiste holen. Da war nämlich noch eine Kiste oben. Da könnte ja sein, dass da auch noch was Interessantes drin ist. So, ich glaube, jetzt habe ich mich sogar dazu entschlossen, einfach alle mal seilen zu lassen hier und direkt nach oben, möglichst schnell zur Kiste. Wow, da ist sie und schon werden wir wieder überfallen und gleichzeitig wird uns noch von hinten in den Rücken gehauen und schon sind wir tot. Ja, und da wurde schon langsam frustig, weil es ist ja nicht so, dass da irgendwie eine Gegnerspielmechanik, die ich so langsam rausfinden kann, sondern man ist einfach gezwungen, hier dieses PvP zu machen. Nur wenn man an diese blöde Kiste will oder diese zum Boss oder man weiß ja auch nicht, was da noch hinterkommt. Man will ja da weiterkommen. Und ja, habe ich mir jetzt überlegt, ob man nicht irgendwie offline gehen kann. Genau, das war meine Überlegung. So dass man erstmal gar nicht überfallen wird. Und dann habe ich überlegt, ach nee, das ist ja auch blöd, weil das ist ja Teil des Spiels. Und einfach den Stecker rausziehen oder so, das ist ja, das wäre ja schon fast wie Cheaten. Weil das Spiel hat das ja so vorgesehen, dass man hier einfach auf andere Spieler trifft. Und das funktioniert ja sehr gut. Man weiß natürlich nicht, wie es in einem Jahr ist, wenn das Spiel so ein bisschen abebbt. So, und jetzt überlege ich, ja, dann leiste ich halt mal den Eid, weil meine Idee war, okay, wenn ich jetzt zu dieser Fraktion und dem Eid geleistet habe, dann werde ich vielleicht nicht mehr überfallen. Jetzt habe ich den. Ha ha ha.
Er ist noch ein bisschen verrückter als alle anderen, aber das sage ich, glaube ich, öfter. So, ich dachte jetzt, okay, man zieht den Ring an und dann, gut, wird man vielleicht irgendwann mal reingerufen, dass man jemand anders erledigt, aber ist ja sicher vor Überfällen. Und ich sehe gerade was Interessantes, das müsste ich mir beim nächsten Mal angucken. Ich habe ja sogar noch einen besseren Ring als den, den ich jetzt gerade anhabe. Aber dazu verrate ich mal noch nichts, weil es dauert noch ein bisschen, bis wir an der Folge sind. So, da ist es, die Siegel des Glockenhüters. Dieses ist der Ring des Eids des Glockenhüters. Leiste diesen Eid und trag diesen Ring, um automatisch in die Welt eines Eindringlings im Reich der Glockentürmhüter beschworen zu werden. Tja. Ich dachte, ja, okay. Aber vielleicht werde ich dann trotzdem. Kommt dann keiner mehr zu mir, weil ich bin ja jetzt einer der von den Beschützern hier. Obwohl ich ja eigentlich trotzdem hier angreife. Und wie man sieht, hat sich das Spiel das auch gar nicht so gedacht. So, da habe ich mich noch gewundert. Zwei Schlag weniger. Hab natürlich auch den Ring abgelegt, wo ich den mehr physischen Schaden mitmache. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So richtig. Oh, habe ich gedacht, oh, jetzt kann man ja ganz in Ruhe voran. Jetzt kommt ja keiner mehr. So. Dann machen wir ihn auch noch. Räumen wir jetzt mal in Ruhe auf. Dann gehen wir nach oben. Können in Ruhe die Kiste looten. Ui, hab ich. Wenn die durchkommen, das ist echt fies. Und dabei sind wir ja echt schon gut gepanzert. Und ja, schade. Wir werden doch überfallen. So habe ich mir das nämlich nicht vorgestellt. Ziemlich abgedrehte Waffe. Und es läutete eine Glocke. Das habe ich auch nicht verstanden. Irgendwie scheint da wohl noch jemand gewesen zu sein. Oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, selbst wenn ich jetzt nochmal gucke, fühle ich noch diese Frustration. Denk, ja. Herzlichen Glückwunsch, jetzt musst du da irgendwie so durch. Na gut. Ich habe mir gedacht, jetzt, okay, Ziehung, noch einmal. Ab zur Kiste, wenigstens die Kiste looten und den Rest habe ich jetzt dann auch keinen Bock mehr. Den Ring jetzt immer noch an. So. Den erledigt. Und schnell durch. Okay, hilft ja alles nichts. Beim letzten Mal haben die mich einfach von hinten platt gemacht. Die Kleinen, die müssen wir leider erst wegmachen. Und das ist dann auch schief gegangen, weil ich einfach zu schnell vorangegangen bin. Ja, Dark Souls von seiner bösesten Seite in dem Gebiet. Aber wir geben ja auch nicht auf. Man lernt ja und lernt. Genau, da habe ich mich jetzt dann doch entschieden, mal wieder meine andere Waffe zu nehmen. In der Hoffnung, dass ich mit der breiten Klinge die Typen besser zusammentreffe. Ja, nochmal mutig an der Ecke getrunken. Und jetzt invasieren wir eine andere Welt.
kurz bevor wir die Jungs platt hatten. Und da habe ich gedacht, ja, okay, ist ja vielleicht auch mal interessant, aber warum jetzt? Jetzt war ich doch gerade so gut und so weit. So, wie man hört, hat da oben jemand die Glocke geläutet. Und da sieht man, das Tor geht auf. Und ein zweiter Spieler kommt, um mitzuhelfen, den zu überfallen. Warum wir jetzt runterrennen, weiß ich nicht, weil der hat ja eigentlich oben die Glocke geläutet. Gut, das hat der andere Spieler nicht gehört. Schnell hoch. Und da ist er. Hat noch nicht sein Glück bemerkt, glaube ich, dass wir zu zweit sind. Jetzt hat er es geschnallt. Ein Schwert mit Blutung. Im PvP eigentlich ganz gut. Aber mit unserer Abwehr ist das alles kein Problem. Und da haben wir ihm 100 Schaden bei ihm reingedrückt. Und da trinkt er was. Und jetzt haben wir ihn erledigt. Wenn's ein bisschen Genugtuung. So, und es gab sogar einen Titanitbrocken. Was auch immer wir damit verbessern können, weil bis jetzt haben wir die Sachen noch nie so stark verbessert, dass wir diese Titanitbrocken brauchten. Und dann starten wir natürlich direkt wieder hier. Kriegen sofort was ab. Aber dadurch noch ein Item entdeckt. So, und jetzt habe ich gesagt, jetzt ist Zion. Und scheiße, schon kam wieder jemand. Jetzt habe ich gesagt, Tom. Dran. Glücklicherweise haut der Kleine daneben. So, mit 4 Schlägen haben wir den kaputt. Schnell die Sachen eingesammelt und es war nicht viel. Dafür die ganze Mühe. Ein Lebensstein und, glaube ich, Gewürz. Und da kommt ein zweiter Spieler. Und da unten läuft er rum. Wenn man sich hier oben verschanzt hat, ist natürlich gar nicht so verkehrt, wenn man schon alle platt hat. Und da habe ich gesagt, gut, dann warte ich halt. Entweder kommt ihr hoch oder ihr verschwindet schon irgendwann. Und damit der zweite auch weiß, wo ich bin. Nochmal ganz provokant. Die Glocke läuten. Da kommt er nämlich. Und damit habe ich ihn auch kaputt. Nur beim zweiten habe ich mir das etwas leichter vorgestellt. Und da habe ich mich auch gewundert, warum dieses Schwert denn so eine Reichweite hat. Laut meiner Optik hat er mich eigentlich gar nicht getroffen. Naja. Gut, damit hatte ich ja mein Ziel erfüllt und habe gesagt, scheiß auf das Gebiet. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Vor allen Dingen nochmal die Gargoyles versuchen. Das war mir dann, weiß ich nicht, auch zu blöd. Dann habe ich gedacht, gut, wir reisen mal woanders hin. Was haben wir denn noch? Hab ich mal geguckt, was gibt es denn noch so für Gebiete? Ja, die beiden könnten wir noch weitermachen. Da war noch dieses Gebiet, wo der Nebel war. Da habe ich ganz überlegt, wo war das jetzt?
Habe ich gedacht, war das da? Nein, da war es glaube ich nicht. Und dann fiel es mir dann doch ein. Genau, da gab es oben eine Tür. Dort kamen wir in diesen Nebel. Und es gab auch noch diese grünen Höhlen. Also, auf in die grünen Höhlen. So. Da habe ich dann mal geguckt, was ich so an dicken Seelen habe. Und habe ich dann doch entschieden, vielleicht noch mal ein paar Seelen auszugeben und gegebenenfalls noch einen Punkt zu verteilen, weil ich meine, ich hatte ja noch eine Waffe, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was hatte ich jetzt hier vor? Wir gucken mal. Kaufen wollte ich nichts. Reparieren wollte ich auch nichts. Don't waste my time. Und verklicken. Verklicken wollte ich mich. So, verstärken wollte ich. Und zwar wollte ich hier gucken. Große Titanitscherbe. Habe ich keine. Aber genau. Glitzerndes Titanit hatte ich eingesammelt. Und damit konnte ich die Waffe verbessern. Meine Hauptwaffe mit 70 Haltbarkeit. Habe ich geguckt. Habe ich genug Seelen? Was bringt die große? 3000. Das reicht, glaube ich, schon. Nein, es reichte nicht. Ich brauchte 1000. Nee, doch, da, es reichte. 1180. So, dann habe ich die Waffe nochmal verbessert. Jetzt auf 104. Nächstes bräuchte ich mal zweimal glitzerndes Titanit. I'll be around, if you make it back. So. Damit hat die Waffe zwar ein bisschen, noch immer noch ein bisschen weniger Schaden, aber mehr Haltbarkeit. Deswegen, die geht mir viel zu schnell kaputt. Dann habe ich mir überlegt, oh, den blöden Ring, den will ich ja wieder schnell ausziehen. Auf jeden Fall, welchen hatte ich denn jetzt an? Wusste ich gar nicht mehr. Den habe ich schon, den habe ich schon angehabt. Und zwar da, war er. Erhöht körperliche Angriffe. So, dann fiel mir auch auf. Ja, sicher. Da mache ich jetzt auch wieder mehr Schaden. Jetzt haben wir 1800. Hab ich geguckt, was haben wir denn noch so an Seelen, dass wir das vielleicht noch. Ein Level-Up machen können. Die geben 2000. Dann kommen wir auf 5820. Ich bin die alle sofort reingezogen. Das waren 4000, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und da habe ich dann aus Versehen nur eine benutzt. So, ich glaube, das war schon zu viel für ein Level-Up. Aber wenigstens überhaupt ein Level-Up. Seek. Lässt wissen. So, aufsteigen. Ich glaube, ich brauchte da noch Geschicklichkeit, aber nee, das kommt später. Ich wollte mal eine Belastung ein bisschen erhöhen, glaube ich, damit ich die andere Waffe auch vernünftig tragen kann. Weil mit der anderen. So, jetzt sind wir nämlich genau. Wir hatten die Maske und jetzt sind wir wieder beweglicher. Wir waren ein bisschen träger die ganze Zeit. Genau, und das war's. Jetzt sind wir auf jeden Fall knapp unter 100%. Ja, und damit war die Folge auch schon zu Ende. Und ja, dann verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2. Bis dann!